Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Minecraft weiterhin hier mit Jan. Juhu. So, das Übersteuern sollte ab jetzt vorbei sein bei mir. Ihr müsst mir das auch mal reinschreiben in die Videos, Leute, dass ich übersteuere. Dann kriege ich das auch mal mit. So, jetzt habe ich wahrscheinlich 20 oder 30 Folgen, habe ich mit Sicherheit übersteuert. So, was müssen wir jetzt hier machen, Jan? Wir wollten da so eine Stufe reinbauen, dass das Wasser runterläuft. Ja. Nur, wie wir das machen, weiß ich nicht. Also, wollen wir das Holz oder Stein machen? Rufen. Ich würde sagen, dasselbe wie du die Außenwände gemacht hast, ne? So wie es im Fall ist. Ich glaube, daraus kann man aber nicht Stufen rausmachen, glaube ich. Ja. Ja, dann lass uns einfach füllen. Würde ich einfach sagen. Komplett voll machen. Ja. Einfach komplett voll machen dann. Würde ich sagen. Ja. Ja, und wie gesagt, wir machen jetzt alles so nebenbei. Also wir kümmern uns hauptsächlich jetzt auch erstmal, dass wir unsere ganzen Baustellen beenden. Haben wir ja letztes Mal auch schon gesagt. Und dann werden wir uns gleich mal um... Ich glaube, das sind die richtigen, oder? Nee, scheiße, ich habe gar nicht mehr solche Steine. Hast du noch solche Steine? Ja. Okay. Dann können wir uns nämlich mal über die PlayStation 4 Pro unterhalten, Jan. Eieieiei. Würde ich mal sagen. Hast du eine Pickaxe? Ja. Kann ich eine haben? Nein. Aha. Gib mir die! Oh, du Hure! PlayStation 4 Pro, Leute. Für mich eine ziemliche Überraschung mit 4,2 Teraflop. Viele sagen jetzt, ja, hört sich, ist nicht viel. Leute, das ist eine 79er. Jetzt gibt es aber auch schon die ersten Berichte, Jan, wo Leute reinschreiben oder dass manche Spiele schlechter laufen. Wie auf der normalen PlayStation. Dann solche Kommentare, wie die Leute dann da drunter schreiben, kann ich zum Beispiel dann gar nicht nachvollziehen, wie ja, das liegt daran, weil die CPU zu schwach ist in der PlayStation 4 Pro. Leute, das ist eine Aussage, die ein bisschen Achso, du willst das so ausdecken. Dann bist du hier die erste Reihe. Das ist so ein bisschen dumme Aussage. Ich sage eher das, weil die Spiele für die Konsolen noch nicht optimiert worden sind. Ja. So, das ist für mich eher der aussagende Punkt, den es dafür in dem Sinne gibt. Weil 4,2 Teraflop ist schon eine Ansage. Das muss man jetzt wirklich mal sagen. Klar, wenn man das jetzt mit einer aktuellen Grafikkarte vergleicht, wie eine 1070er oder 1080er, ist das natürlich wieder absolut nicht zu vergleichen. Das ist auf jeden Fall so. Ja, da brauchen wir uns auch gar nicht weiter drüber unterhalten, aber man muss den Preis sehen. Ich kriege 400 Euro und kriege 4,2 Teraflop. Ich glaube, wenn die Konsole länger da ist und Spiele besser optimiert worden sind, ist das für eine Konsole schon ziemlich nice. Ja. Und man muss ja auch mal wirklich diesen Punkt nehmen, ein Computer ist teuer. Ja? Und wenn dann Leute reinschreiben, ja, ich haue dir auch für 400 Euro 4,2 Teraflop rein, will ich sehen. Geht nicht, Leute. Es geht nicht. Eine 1060er kostet, Jan, was haben wir gesagt? 300 Euro, ne? Ja. Ja. Also musst du für 100 Euro ein Mainboard, eine CPU, Arbeitsspeicher, Netzteil, CD-ROM-Laufwerk, musst du für dasselbe Geld zusammenbauen für 100 Euro. Und das ist nicht möglich. Und nicht, wenn man mit Intel und Nvidia-Sachen ein Ding ist. Genau. Auch nicht mit AMD. Auch da geht das. Weil die RX 460 für 100 Tacken hat auch, glaube ich, 4,9. Ja. Was? Ja, aber dann hast du trotzdem, also die kostet 190 Tacken, aber du brauchst ja Arbeitsspeicher, du brauchst einen Prozessor, Jan. Und du musst ja auf einen reinen 8-Kern gehen. AMD also, gibt ja, da auch ein Pecher. Das ist trotzdem eine ziemlich schwere Zusammensetzung, für 400 Euro auf dieselbe Leistung zu kommen. Und dann, dass man dann auch 4K hochgerendert spielen kann. Das dürfen viele Leute auch nicht vergessen. Da gibt es genug Statements, wo man sich dazu äußern kann, ob es sich lohnt, die zu kaufen. Ich sage, nein. Ich liege. Ich weiß gar nicht, wo wir unser Bett hatten, wenn ich gerade... Inventar. Echt?
Ja, Ja, wir hatten. stimmt. Ja, du hast recht. Ich war die ganze Zeit überlegen, wo ich jetzt hinlaufe. Wohin nochmal, wohin? Man muss einfach diesen ganzen Aspekt da drinne sehen. Hat man eine Vierer PlayStation, würde ich mir keine kaufen. Hat man gar keine PlayStation, dann muss man überlegen, was man gerne möchte. Möchte man was für die Zukunft haben oder möchte man billig, weniger Geld ausgeben? So kann man das dann in dem Sinne sagen, ne? Und dann ist man eigentlich ziemlich gut dabei und auch ziemlich gut aufgestellt. Und dann, wie viele dann auch in Testberichten schreiben, ja, da muss ich ja einen 4K-Fernseher haben. Das ist doch Bullshit, Leute. Ihr müsst keinen 4K-Fernseher haben, um die Leistung einer PlayStation 4 Pro nutzen zu können. Weil die. Ich bin ja eigentlich immer gegen diese Konsolen, aber man muss auch einfach mal sagen, wenn die Leistung wirklich gut ist, ne, für das Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja, und immer nur dagegen labern, ist ja der größte Dünnschiss, den es ja in dem Sinne gibt, ne? Wenn man ganz ehrlich ist. Man muss immer diesen Aspekt sehen, die nächsten Grafikkarten stehen schon im Raum oder sind schon im Mache, die werden auch mit Sicherheit bald kommen. Und daher sollte man immer überlegen, was man gerne denn möchte. Also ich denke, wenn man so absolut nichts hat, also keinen Computer, nur einen Fernseher oder so, will aber zocken, dann lohnt sich das für das Ja, Geld locker. genau. Dann lohnt sich das locker fürs Geld. Und dann Weil würde ich ab. dafür dann einen Computer noch zu kaufen, das ist dann ein bisschen, ja. Ja, und dann kommt es ja auch darauf an, was du einfach in deiner Hosentasche hast an Money. Das muss man Ja. jetzt ja auch mal lautwörtlich so sagen. Hast du das Ja. Geld nicht, Alter, dann verschulde dich nicht, wegen so einer blöden PC jetzt ja, zu machen. Das wäre der dümmste Aspekt, den man machen kann. Dann kauf dir lieber eine Konsole, Freundchen. So, in der Art, ne? Ja. Ganz einfach. Und kauf dir dann nicht eine Billigkomponenten zusammen, sondern kauf dir eine Konsole für 400 €. Einen Fernseher hast du ja sowieso meistens. Und dann ist Der doch alles. Fernseher ist eigentlich Standard. Genau, und dann ist doch alles super, Alter. Dann braucht ihr euch auch keine Gedanken um irgendwelche Scheiße machen, meiner Meinung nach. So. Aber das sieht aber schon geil aus. Wieso hast du jetzt da überall Erde drunter gemacht, wenn ich Weil wir fragen darf? sonst das Wasser hier nicht in der Mitte hinsetzen können und dann irgendwie so ein Muselwusel entsteht. So, also hat die Weil wenn wir Höhe jetzt... jetzt nichts gebracht, Doch, doch, die oder? Erde kommt gleich wieder weg. Ach Ich so. muss ja auch Wasser in die Mitte setzen. Man kann ja nicht Verstanden. irgendwo Ja, jetzt irgendwo... verstanden. Okay. Sonst hättest du von unten anfangen müssen und immer hochschichten müssen, ne? In dem aber es Sinne. wäre dann ein bisschen... Ja. Ja, zu viel gewesen. Ja. So hast du in dem Sinne Zeit gespart. Finde ich cool. Jetzt alles fertig, oder? Jetzt müssten wir mit Wolle uns hier so Liegeflächen bauen. Hier hinten kommt auch gleich noch ein Sprungbrett irgendwo hin, hatte ich vor. Ja, Wäre auch oder eigentlich voll hier. cool. Oder da hinten, ja, genau. Und Oder da, keine Ahnung. dann müssen wir uns irgendwie hier so Liegeflächen machen. Weißt du, wie ich früher bei dem Ferienhaus hatte? Ja. Ja, und dann Aber ist sieht jetzt das. alles. Und dann sieht das doch schon hier ziemlich cool aus. Könnt ihr ja auch mal in die Kommentare schreiben. Ja. Und Dankeschön, dass ihr einer auch geschrieben hat, was für ein Park habt ihr, Alter. Mega cool und dies und jenes. Die ganzen Wege. Ja, man sieht es ja auch alles gar nicht. Wir sind die letzten Zeit nur da hinten geblieben, wenn man sich alles wirklich mal anguckt, wo man hier über lang laufen kann, Jan, ne? Also, das ist, ja, eigentlich ist doch schon ziemlich viel passiert, ne? Hier hinten überall mit dem Weg und hier oben dann später das Schloss vielleicht oder die Burg. Müssen wir mal gucken. Es ist schon wirklich viel passiert. Ich und Jan haben auch, wo wir letztes Mal aufgehört haben mit Aufnehmen, wirklich gesagt, eigentlich ist doch schon ziemlich viel passiert. Mit dem Aufräumen jetzt, was wir gemacht haben und das, ne? Ja, klar. Haben wir noch Redstone-Lampen oder Glowstone-Lampen? Oh, scheiße. Ich glaube, zwei oder drei Stück hatte ich vorhin noch. Oder ich habe welche. Ja, hier habe ich vier. Warte mal, ich gehe mal ins Lager gucken, Jan. Ich glaube, da sind auch noch welche. Ja, auf jeden Fall, PlayStation 4 Pro ist keine schlechte Sache, finde ich, ganz ehrlich. Wer nichts hat, sollte sich die auf jeden Fall kaufen. Und was würde ich machen, wenn ich nichts hätte? Würde ich die Pro nehmen statt die normale? Wenn jetzt jemand fragt, warum ich das machen würde, einfach aus dem Grund, ich kann mir vorstellen, dass es irgendwann nur noch Spiele geben wird, die für die Pro sind. Ja, klar. Kann ich mir vorstellen, Leute. Ob das jemals wirklich so kommen wird, ich will jetzt hier keinen irgendwie das einreden, ja, das wird niemals passieren oder sowas. Man muss doch davon ausgehen, dass Sony irgendwann sagt, so, jetzt ist die 4 so und so alt, jetzt habt ihr die Arschkarte. Weißt du, woher sollen wir es wissen, Jan? Das kann man ja absolut nicht sagen. Und aus dem Grund würde ich die alleine schon kaufen. Und ich glaube, wenn die Spiele richtig optimiert wären,
für die 4 Pro, weil sie hat eine ganze Ecke mehr Leistung von 1,8 Teraflop auf 4,2 Teraflop. Wo bist du? Ach da. Grafikleistung, dann ist der Prozessor von 1,6 GHz oder 1,8 GHz auf 2,1 GHz getaktet worden. Das ist auch schon ziemlich nice, wenn ich ganz ehrlich bin. Das ist alles, mehr habe ich nicht. Man könnte hinkommen ein bisschen. Das ist schon ziemlich okay, Leute, und damit kann man auch ziemlich gut leben, wenn ich ganz ehrlich bin. So, jetzt gehe ich da unten nochmal so ein paar Viecher töten. Wenn ihr euch fragt, warum ich das jetzt die ganze Zeit immer wieder mache, ich möchte gerne ein paar Level haben. Und dafür haben wir ja uns den Spawner ja hier unten auch hingesetzt. Ja klar. Dafür ist er da. Also das wäre mein Aspekt. Also ich würde das machen, auch wenn ich nur einen Full-HD-Fernseher hätte, würde ich das trotzdem tun, weil das ist einfach die Zukunft. Ja. So, jetzt sagen viele, boah, man kann doch auch auf Microsoft warten, dann auf die Xbox Scorpion. Das ist dann schon wieder ein anderes Thema, ob ich dann darauf warten würde oder nicht warten würde. Aber wer eine PS4 kaufen will, würde ich heute, wenn ich keine hätte und ich hätte keinen PC und nichts, würde ich beigehen und würde mir die Pro kaufen statt die normale. Ja. So. Und ob ich warten würde auf die Scorpion oder nicht, dazu sage ich gar nichts, weil ich muss sagen, ich bin eher ein Microsoft-Fan wie ein PlayStation 4-Fan. Also wenn ich das jetzt entscheiden müsste, von meinem Meinung her würde ich immer Xbox nehmen. Ja. Aber das ist, hat einfach nur was mit Microsoft zu tun. Und ich glaube, das liegt eher an Forza wie an alles andere. Ja. Das hat eigentlich nichts damit zu tun. Ja, ich bin Microsoft gehypt und ich muss Microsoft nehmen und bla bla bla. Nein, das hat eigentlich nur was damit zu tun wegen den Spielen, wie Gear of War zum Beispiel. Ne? Ist ein Spiel, was ich mega mag und andere Spiele halt. Und deswegen würde ich eher eine Xbox nehmen. Ich glaube, man kann heute auch gar nicht mehr sagen, ich kaufe lieber eine PlayStation, weil die mehr Leistung hat. Danach sich eine Konsole zu kaufen, ist, glaube ich, dumm. Oh, spring mal rein. Ja, das sieht doch mega cool aus. Ja. Wenn wir irgendwann nochmal welche über haben, kannst du noch ein paar mehr setzen. Ja. Aber so sieht's doch cool aus. Ich find's okay. Muss ich dir jetzt ganz ehrlich sagen. Finde ich cool. Kann ich den Sprungturm auch aus diesen Steinen machen? Oder was anderes? Boah, kann man das nicht machen, dass wir den Turm, also wo der Springbrett drauf ist, zum Beispiel nimmt man einen Stein oder was nach Metall aussieht zum Beispiel und das Sprungbrett aus was anderem. Weißt du, ein Sprungbrett aus Stein sieht ja, das federt ja nicht. Gibt es nicht Schleimbälle, die eckige? Die haben wir noch nicht, ne? Ich habe doch letztes Mal so viele Schleimis getötet. Das war aber im Netern, das sind was sind andere. Ich bist du dir sicher? Jo. Ich habe aber auch so schon Schleimis getötet, wo wir unten in der Mine rumgelaufen sind mit den anderen allen. Oder war das privat? Ein Plan. Das weiß ich jetzt gerade auch nicht. Ah. Ja, nächstes Thema werde ich auch mal so ein anderes Thema mit Grafikkarten. Dann werde ich euch mal ein bisschen was erzählen drüber, wie ich das einfach sehe, weil es wird ja viel zur Zeit darüber geredet mit 1060er mit 3 GB oder 4 GB VRAM. Da werde ich euch auch noch ein bisschen was zu erzählen, wie ich das sehe. Und ja, wie ich halt schon ein paar Mal gesagt habe, es muss ja keiner hören darauf, was ich sage, sondern sind ja auch nur kleine Tipps. Ich bin gerade so ein bisschen Tipps am Gucken lang, aus was man das wirklich bauen könnte. Ja, Wolle sieht, glaube ich, scheiße aus, ne? Yep. Aber das ist halt so ein halbes Brett. Weil es sieht ja aus wie so ein halbes Brett. Halbes Brett können wir auch zum Beispiel aus Birkenholz machen oder so, weil da kann man ja diese Stufen rausmachen. Keine Ahnung. Ich habe mal eine Idee. Ich würde sagen, man müsste einfach was bauen. Verstehst du? Und dann kann man sehen, ob man das so lässt oder nicht lässt. Wir können es ja auch aus Eisenblöcken machen oder aus Kohleblöcken. Goldblöcke. Diamantblöcke. Keine Ahnung, das ist gerade so, ja.
Wir haben schon wieder Inventory-Tweaks vergessen, uns als Mod eigentlich drauf zu machen, Jan. Ja, schon seit 50 Folgen. Ach, Leute, ey. Wissen, wo wir manchmal unseren Kopf haben. Jetzt ohne Scheiß, Alter. So, Leute, wir sagen auch schon wieder vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und wie gesagt, ihr könnt immer wieder Tipps reinschreiben, was wir bauen sollen, was wir nicht bauen sollen. Vielleicht habt ihr ja auch eine geile Idee für unseren kleinen Zwingingspool, den wir da jetzt hingesetzt haben. Und vielleicht hat jemand von euch, weil wir sind so ein bisschen auf dem Schlauch, was mit unserem mit unserer Burg zu tun hat. Ja. Vielleicht hat ja jemand mal einen groben Umriss, was man denn so bauen könnte da. Könnte nicht uns richtig was bauen, wie wir das nachbauen sollen, sondern ja, einfach unseren kleinen Anhaltspunkt oder so einen kleinen Tipp geben. Was anderes möchten wir eigentlich gar nicht, weil wir stehen damit so ein bisschen noch auf dem Kriegsfuß in dem Sinne mit unserem, mit unserer Burg. Wir haben hier schon ein paar Kollegen gefragt und so und jeder sagt dies und einer sagt das und ja. Wir sind uns noch nicht so ganz einig, was ich und Jan da so baue, wenn wir ganz ehrlich sind. So, wir sagen auf jeden Fall vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.